Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Co-op Seasons von den APK Gaming Bros. Wieder mit dabei natürlich der Pierre. Guten Tag. Ja, und ich, der Alex, natürlich auch. Und wie ihr seht, oder beziehungsweise seht und hört, spielen wir nicht ganz normal diesmal, denn ja, bei uns ist wieder so ein bisschen was schief gelaufen bei der Aufnahme von Pierre, genau. Mhm. Von seiner Tonspur beim Spielen. Deswegen haben wir jetzt eigentlich vier Folgen, also vier Spiele oder fünf Spiele, keine Ahnung, vier Folgen. Haben wir für euch zu zwei Folgen zusammengeschnitten, ja. Auf doppelter Geschwindigkeit und ja, mit ein bisschen Musik im Hintergrund und wir kommentieren es gerade nach. Ihr seht das einfach nur Gameplay und wir labern irgendeine Scheiße dazwischen. Nein, Alter, immer. Ja. Aber ein Co-op-Season, Junge. Ich habe das mal angeguckt gehabt, aber... Ja. Was? Die Folgen jetzt. Ah, schade. Das schon? Ja, okay. Habe ich mir ein bisschen durchgesetzt. Durchgesetzt, aber Mama. Ich will nichts verraten. Nein, nice. Darf man noch nicht. So. Alter Junge, so ein Pech. Jedes Mal, ich will, man sieht echt, was für ein Pech wir in den Chancen haben, ey. Ja. Alter, das Video ist ein bisschen zu laut, egal. Ich hab den Ton angehabt, am Anfang habt ihr den direkt runtergeschraubt. Also man hört vielleicht 2-3 Sekunden ein wenig Ton von mir. Von dem Video. Bei mir hören tut man das nicht, wenn jetzt, aber. Alter. Ja, aber naja, aber es stört mich halt, weil ich den nicht jetzt gerade kaum verstanden habe. Aber in der Aufnahme hört man das bei mir. Ja. Aber es sind nur 2-3 Sekunden, Alter, verrückt's ja. Ich hab's verpeilt, aber es war nicht lange. Achso, du hast dir noch über Boxen. Ja, deswegen. Ich brauche ja nicht über Konferenz, bitte, jetzt gar nichts. Ja. Bei Minecraft vielleicht, ja. Alter, ohne Scheiß, wir haben so ein. Junge, was wir für Chancen auch erst vergeben, was wir dann fast für Tore hier kassieren, ne? Mhm. Gib dir. Junge. Stimmt. Premium. Das war ein Premium-Tor, Mann. Junge, in doppelter Geschwindigkeit sieht das noch geiler aus, ey. Leider sieht man den Querpass, den passen. Ja, nicht mehr in dem Replay, ja. Schade, aber das ist toll auch. Der Junge, da will er uns da hier gerade so ein Dings geben, ein Roulette geben, ey, Lappen. Kann doch eh nix. Gegner. Er ist der Gegner, der kann nix. Ja. Wie ist der? Scheiße, das sieht man gar nicht. Das ist voll bad, wenn jetzt alles so schnell geht. Covertlo, wo nah. Ich glaube, jetzt gesehen wird. Ja, weil Lappen powert. Stimmt. Alter, ohne Scheiß. Ein richtiges Scheißtor. Da sieht man noch mehr, was für Lappentore die Gegner mehr machen, ey. Ja. So. Alter. Junge. Einfach vorbeigegrätscht. Nein. Ja, knallenlos wie immer. Alter. Wie der Ball da hin und her jumpt, ey. Ah. Run, Bitch, run. Wenn die mal so echt so schnell laufen würden wie in doppelter Geschwindigkeit. Ja, genau. Da ist ja Tempo 99 noch ein Witz dagegen, was wir hier laufen. Ja. Da brauchen die ja Tempo 100, keine Ahnung. Halt viel. Ja, doppelte halt, 160 oder so. Ah, scheiße. Richtig Premium Pass ins Nichts, ja, die Pässe haben wir ja leider oft. Ja, ich war mal sinnlos nach vorne. Ja, yeah, ich hab auch diese sinnlosen weiten Pässe manchmal. Das hat irgendwie keine Ahnung, wir spielen. Boah, eine Asiaten-Penislänge absolut. Alex, dein Lieblingsspruch, Asiaten-Penislänge. Ja, ja, das ist nur, weil ich so einen großen hab, deswegen. Ja, ja. Mach ich mich immer über Asiaten lustig. Ja. Alter, ohne Scheiß. Es sieht so scheiße. Alter! Stimmt. Propaganda-Style, ey, ohne Scheiß, richtig scheiße. Propaganda-Style, ja. Du mit deinen Channels, die du guckst, ey, die deine politische Abbildung in echt abbilden, ne? Ja, ja, genau. Als ob die Nazis sich sowas angucken, die würden doch voll ausrasten, bestimmt, wenn die sich sowas angucken. Die würden den Typen verfolgen und würden ihn umbringen. Ja, stimmt schon. Weil das ist ja quasi sowas wie, wie nennt sich das nochmal? Alter Nubik, Aktion gerade eben. Was meinst du denn? Das ist ja quasi Verunglimpfen vom Führer. Muss man so auszudrücken. Boah. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich glaube, das war bestimmt früher eine Straftat, ey. Natürlich. Genau ist, wenn du kein Deutscher warst, ist es auch eine Straftat in Deutschland. Früher. Jawohl. Ja, wenn du natürlich war warst. Ja, Mann! Eine Straftat, das war nur ein Grund, dass du einen Stern tragen musstest und arbeiten durftest. Nein, nicht nur arbeiten. Arbeiten. In meisten Fällen wurdest du dann einfach vergast. Da war das scheißegal. Ja, wenn du nicht gut genug gearbeitet hast. Und du wurdest. Junge, das müsste man heute auch mal machen, wenn jemand zu faul ist zum Arbeiten, Hartz IV und so, einfach vergasen. Ja, genau, das geht auch nicht mehr durch. Ja, leider. Ja, das leider. Stimmt, da kam Alex seine. Vergasen. Seine. Ja.
Seiten ans Licht, die er verloren hat. Da kommen seine Seiten ans Licht, Mama. Ja, ja. Gerade bis auf die Zahn. Ah, ja, gut, haben noch mega, 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 Alter. Worthänger, egal, haben noch Zeit ohne Ende in der Folge. Das ist alles egal, man weiß ganz genau, wie lange man hat. Ja. Nur manchmal achtet man nicht drauf, so wie ich, und schafft das immer so Premium überhaupt nicht, wie bei diesen Minecraft-Specials. Habe ich es so überhaupt nicht geschafft, irgendwie das mit dem zeitlichen Rahmen hinzukriegen, ja. Alter. So verkackt immer. Ja. Ich verkacke eigentlich mindestens die Hälfte von Nachkommentieren, verkacke ich immer, weil ich dann immer entweder irgendwelche Themen anreiße, die so big sind wie mein Penis und dann 3 Stunden dauern, oder weil ich dann irgendwie das trotzdem erst eine Minute vorher checke, ja, ich habe nur noch 1 Minute, das weiß ich dann, und dann auf einmal, oh, scheiße, jetzt ist ja doch schon vorbei. Toll. Alter, die Plätze sind aber so scheiße. Westi Max. Convert. Nougat. APKGP, Pierre, APKGP, Alex. Die Pässe sind einfach so behinderte Scheiße. Nein. Junge. Alter, Neuer. Gib dir. Also ohne Neuer wären wir in vielen Szenen einfach nur, alter Latte. Alter, jetzt schwimmen wir gerade. Aber wir haben geschwommen, geschwimmt. Alter, wir haben die Pässe sind einfach so scheiße. Oh Mann. Richtig dünnsches. Das mit Dante so ein... Nougat, ja. Keine Ahnung. Was ist das? Wir sind in letzter Zeit... Scheiße? Ja. Ja, wir spielen auch nicht mehr in letzter Zeit so auf FIFA wie vorher. Ja, weil Pro Club ist ja sowieso... Das kann man nicht mit meinem Wort ausdrücken, wie scheiße das ist momentan. Ja, freut euch schon auf die Folgen, die bald kommen. Ey. Oh, Alter, Leute, ey, ohne Scheiß. Ey. Das ist Trash. Ich glaube, wir haben bis Mitte Februar oder sowas Pro Club Folgen produziert. Ernsthaft? Und so lange? Ja, irgend sowas, 10., 15. Ich habe den Plan noch nicht gemacht. Auf jeden Fall sind noch 4 Folgen, die noch nicht mehr im Plan stehen. Kommt drauf an. Wie gesagt. Da ihr habt ja auch mal vor, halt bald wieder Seasons aufzunehmen. Ja, ich würde gerne, aber du. Und ich nicht mehr gerade die ganze Zeit nur davon abhalte. Ja. Wolltest du mir die nicht irgendwie gestern vorbeibringen? Du warst ja gestern noch nicht mehr da, ne? Ja, du warst gestern so am Arsch geleckt, dass du ein. Ja, als ob ich hier um 12 Uhr die noch vorbeibringe. Ja, mein Spaß. Nee, aber ich wollte ja noch Karriere aufnehmen und das habe ich gestern wieder, gestern hätte ich es machen können, aber da hatte ich noch keinen Bock, wie gesagt. Gestern war so ein Tag, da hatte ich auf nichts Bock. Deswegen kam ja. Auch ja. Nur, jetzt muss ich gerade überlegen, ja doch, das kommt morgen hoffentlich. Das heißt, der kam für uns heute und für euch gestern, kamen dann auch nur 2 Folgen von eigentlichen 4, aber egal. Ehrlich? Ja, heute kommt nichts, nur 16, 17 Uhr, mehr kommt nicht. Also es kommt nicht mehr, wir haben erst 17 Uhr. Das Minecraft brauche ich noch von dir die Aufnahme heute. Und mit Coop Season, das produzieren wir ja auch jetzt gerade erst. Ja, stimmt. Wir haben zwar 9 Mail von Coop Season, aber wir haben auch noch so viel, aber wenn du diesen... Aber, ja, aber... Das Problem ist, Alex, die Coop Season, von die wir jetzt noch aufgenommen hatten, vor ein paar Tagen, ja. Die ja, sind bei mir ja, zu Hause, ja. Die sind ja... Danach. Ja, die sind danach, genau. Ja, die können wir ja nicht. Ja, das ist auch so abfuck. Wir kommen hier jetzt gerade nach, aber haben schon neue Folgen von Coop Season aufgenommen. Wo der Pia nämlich bei mir zu Hause war von Samstag auf Sonntag. Ja, da habt ihr, what the fuck, ein geiles Tor. Da haben sie aber noch gar nichts von gesehen. Da gibt's aber noch jede Menge Stuff von mir aufgenommen. Können wir eigentlich verraten eigentlich? Da gibt's Rust. Wir können alles sagen. Also, Battlefield 4. Blobby Volley. Blobby, ja genau, Blobby Volley war am geilsten. Junge, wir spoilern aber nicht, okay? Ja, die sagt gar nichts, einfach nur geil. Das war einfach nur hammergeil. Ja, gut, das kommt alles irgendwann die Tage raus. Ja. Battlefield und Blobby Volley offen um 20 Uhr irgendwann. Battlefield 4 müssen wir sagen, auf PC, nicht auf Konsole. Natürlich. Wir kommen auf der PlayStation, keine Ahnung. Da kommen vielleicht auch nochmal irgendwann andere. Ja, wie gesagt, PC, wenn, dann haben wir es um 20 Uhr, aber das wollen wir uns nicht so festnageln drauf. Nein. Und bei Lobby Volley kann man ja sagen, kommt ja auf Random Bullshit Spot. Genau. Was ich noch, kommt halt in die Battlefield 4 Playliste rein. Ja. Was ich aber noch sagen wollte, war, ach so, genau, das wollte ich auch nochmal gerade sagen. So, jetzt mache ich es richtig übertrieben. Wie lange haben wir noch? Okay. Ihr habt ja von, wir haben ja irgendwie von ein paar Tagen, glaube ich, oder schon fast eine Woche, kamen ja mal ein paar Forster auf der Xbox One raus, vom lieben Kevin. Und der hat auch noch ein bisschen weiter aufgenommen. Die
werden dann wahrscheinlich, so wie wir es uns aktuell denken, werden die dann rauskommen, sobald GTA Singleplayer nicht mehr es geben wird. Denn da sind wir schon ziemlich weit, wenn ihr das verfolgt. Seht, ja, wisst ihr das ja. Und da kommt auf jeden Fall dann Forza mit raus. Und GTA Online werden wir aber noch eine ganze Zeit lang weiter spielen, denke ich. Wir sind ja gerade mal Level 11, 12. Hä? Weil das ist ein ganzes Spiel. Und jetzt geht noch raus. Das war ein ganzes Spiel. Das war eine Folge jetzt, ja. Lol. Und wir haben noch 8 Minuten andere, ja. Also jetzt, wie gesagt, erste Folge war das jetzt. Ich habe jetzt auch zwischendurch die Pausenzeiten jetzt gerade nicht rausgeschnitten. Das heißt, es kann jetzt sein, dass hier eine Minute lang nichts ist oder so. Egal, dafür labern wir ja scheiße. Mhm. Ja, wir labern eh immer scheiße. Ja, auf jeden Fall für weiter. Alex und Kevin hat uns entschlossen, das Pause zu einem richtigen Let's Play zu machen. Das heißt, wenn Kevin das hinkriegt oder Bock hat, werden dann mehrere Folgen. Also wird ein Let's Play von ihm. Also es wird erstmal zu einem. Die ersten paar Folgen waren ja im Rahmen von dem Random Bullshit Scheißdreck da. Die anderen Folgen werden aber wie gesagt separat kommen und es wird ein extra Let's Play sein und es kommt dann halt sobald GTA Singleplayer fertig ist. Genau. Ja, das denke ich mal auch für euch ganz schön. Ihr habt ja mal ein bisschen Gameplay auf der Xbox One auch. Ja. Und nicht nur auf den uralten Dreckskonsolen oder halt auf dem PC. Auch Battlefield nicht auf einer scheiß Dreckskonsole, so wie ich es Kevin gemacht habe, sondern auf einem PC. Ja. Weil ich hab irgendwie. Ah, Leute, mega scheiße. Auf PC ist es irgendwie besser als Lukas, was machst du, ey? Ja. Ich meine den da. Konsole. Ja, ist auch so. Endlich. Also ja, mich brauchst du sowieso nicht zu fragen. Ich meine, ich bin immer scheiße, aber ich finde es auf PC immer irgendwie noch besser. Also ja, gut, man kann echt drüber streiten. Also ich will jetzt echt nicht sagen, ich bin der Oberpro, aber ich bin auf Konsolen in vielen Ballerspielen nicht schlecht. Alter, ohne Scheiß, das finde ich. Mit Kevin und hab ich ja früher Call of Duty Black Ops 1 gesuchtet und Modern Warfare 3 haben wir auch gesuchtet. Und da war Kevin und ich dann eigentlich zusammen ziemlich gut. Das spielen wir jetzt schon lange nicht mehr, weil Kevin hat es nicht mal mehr. Ja, aber ich glaube, das darf man auch schon. Also, Junge, wir hauen es aber heute auch einfach raus. Stimmt, wir haben auch noch Black Ops aufgenommen. Black Ops 2. Nee, haben wir nicht aufgenommen. Doch. Nein, nicht? Das haben wir nur gezockt. Wollen wir aber eigentlich irgendwann. Ja, können wir vielleicht mal irgendwann machen. Ja, was musst du noch raushauen? Nicht raushauen, aber ja, ich denke, das kannst du eigentlich auch sagen, aber egal. Ich denke, also wie, weil der Piaz ja gerade angesprochen hat mit Halo, es gibt ja dieses Jahr wahrscheinlich noch, glaube ich, Neues auf der Xbox One oder so. Ich denke mal, denke mal, nachher nehme ich jetzt ja was vorweg, dass du es dann machst, ne? Ja. Ja. Aber der Kauf einer Xbox One zieht sich bei mir sowieso noch. Ja, wegen PC-Kauf. Mindestens. Ja, gut, aber ich stelle mir vor, in einem halben Jahr kommt auch der Dings nicht raus, Halo 5. Nee, das wird immer dauern. Die haben ja erst. Außerdem, wir kennen Pierre sowieso zu gut. Also, ich kenne ihn nicht, was das betrifft, aber Kevin kennt ihn und ich denke mir da, dass du da eh. Junge, selbst wenn du bisher noch keine Xbox One hast, spätestens nach 2 Tagen, wo das Spiel draußen ist, kaufst du dir eh eine Xbox One nur für das Spiel. Ja, ich weiß. Wer mich kennt, der weiß, dass ich alle Halo-Spiele alle habe. Als ob du es aushältst zu wissen, dass es draußen, ja, Junge, du kaufst dir dann sowieso direkt eine. Na gut, ich muss sagen, bei Halo 4 habe ich mir Zeit gelassen, das Spiel mir an sich zu kaufen. Okay. Weil meine Xbox 360 ist ja mit einer Nicht-Premium-Grafik. Ach so. Und da macht es einfach keinen Spaß. Und diese Xbox 360 ist auch so schick scheiße, ey. Mit diesem allein GTA Online drauf, GTA drauf zu zocken, ey. Mit diesen 2 CDs und was die da alle hatten, ey. Ach so, ja. Ja, weil das ja nur so HD-DVD hat und nicht Blu-ray-Player. Das war ja auch mal so eine Erfindung, die irgendein Lackaffe gemacht hat mit HD-DVD, wo sich nie durchgesetzt hat, wirklich. Bis auf bei der Xbox 360, leider. Aber die hat. Bam! 1-1. Mann, so Gitsch! Gitsch! Ich wünsche dir voll, egal. Ja, aber Halo 5, Singleplayer mache ich 100%ig alleine. Ja, wie denn sonst? Ja, ist ja ein Singleplayer. Es gibt auch Koop-Singleplayer bei Halo, das ist schon klar. Was? Koop? Es gab schon immer. Bei allen Halos. Dass du zusammen Kampagne konntest. Okay. Das gab's schon immer. Ja, gut, muss man nicht unbedingt machen. Das ja aber ich mache das dann wieder alleine. Was vielleicht sein kann, weil Kevin hat ja schon die Xbox One. Und ich denke mal, wenn ich an einen Xbox One habe, wird sich Kevin das sowieso nicht hingehen lassen, sich Halo 5 auch zu kaufen. Da wird sich mit, weil Kevin und ich haben früher Halo 3 zusammen gesuchtet. Nur dann gab es früher, sagen wir mal, technische Probleme,
dass das verhindert hat, zusammen zu spielen. Ja, technische Probleme gibt es ja auch noch eine Sache. Das solltest du natürlich auch. Das war NAT. Unser NAT war unterschiedlich. Ja, man kann mal geiles Tor. Und deswegen konnten wir dann nicht zusammen zocken. Nicht mehr, weil wir konnten nicht mal in die gleiche Lobby joinen. Okay, Halo 3. Scheiße, ey. Und es ging dann, hatte Kevin einfach keine Lust mehr zu zocken, weil ich verstehen konnte. Mhm. Und dann haben wir, jetzt haben wir das Problem ja nicht mehr. Und bei Halo 5, ja, das denke ich mal dann online zumindest. Ich kann es nicht versprechen. Hammergeil. Ich kann es aber nicht versprechen, aber ich hoffe es, dass Kevin und ich dann zusammen den Online-Modus zusammen zocken werden. Du weißt aber auch noch, was du für Kampagne, müssen wir uns auch noch schon was überlegen, ne? Weil ich denke mal nicht, dass du Bock hast, keinen Ton zu haben, was so technische Sachen betrifft. Ja, stimmt. Ja, kacke. Da ist was Wahres dran. Muss halt mal gucken. Ja. Was ich vielleicht machen könnte. Tö. Ich überlege gerade mal. Yogurt. Ja, da haben wir noch Zeit. Da will ich mir jetzt keinen Stress drüber machen. Brauchst du auch nicht. Gut, ich habe ja das Setup, für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Ich habe ja das Setup so, dass ich mir alles einzeln machen kann, aber das Setup kostet halt auch eben, es beinhaltet mein schönes T-Bone und tut hier Kabel und den ganzen Scheiß und Funkkopfhörer beinhalten und kostet auch mal zusammen, das ist locker 170 oder so. Von daher, mit einem Xbox kaufen und dann direkt nochmal 170 Euro für so einen Scheiß ausgeben, ist nicht drin, denke ich mal. Ja. Und da ich mir auch, wenn ich zugeben muss, will, dass ich mir auch beide Konsolen holen werde, aber das wird dann, das wird schon dauern. Also ich werde mir, ich werde mir die Konsolen, also eigentlich wollte ich Ende Januar schon holen, aber das sieht nicht so gut aus aktuell, weil ich für zu viel anderen Scheiß Kohle ausgegeben habe, wie jetzt gerade nochmal Battlefield 4 einfach mal 60 Euro rausgehauen oder für ein paar andere Spiele. Ja, wovon ich nicht mehr was wusste, alles sagt zu mir, komm, ich doch jetzt Battlefield 4. Ich so, was? Ja, ich habe mir das schon gekauft. Was war der eben gerade? Ich so, ja, gut, es gibt noch ein paar andere Sachen, für die ich jetzt Geld ausgegeben habe, deswegen ist das nicht alles so cool und deswegen warte ich noch einen Monat länger und kaufe mir dann Ende Februar, Ende Februar kaufe ich mir dann, die Xbox One. Ja, ich habe gerade einen geistigen Hänger. Die Xbox One wahrscheinlich, auch wenn wahrscheinlich, inzwischen ist immer wahrscheinlich, dass auch die PS4 verfügbar ist, aber, ja, ich sag mal so, Kevin hat die Xbox One und dann sollte ich mir auch erstmal die Xbox One holen. Da kann man sagen, dass die beiden dann schon mal FIFA aufnehmen werden auf der Xbox One ohne mich. Ja, irgendwelche Sachen, so wie Koop oder so eine Scheiße, wo zu zweit ganz gut geht, weil, ja. Aber ist ja nicht, heißt ja nicht, dass dann Pia gar nicht mehr spielen muss. Wir haben ja auch noch immer noch, alle eine PS3. So ist ja nicht. Außer Kevin hat manchmal verleiht halt einfach seine PS3-Spiele. Ja. Und deswegen kann er nicht mit aufnehmen, der Nougat. Boah, Junge, was für ein Tor. Naja, ich würde dann. Egal, wir haben noch ein bisschen. Ich muss gerade nur auf die Zeit gucken. Deswegen, das Spiel ist nämlich, glaube ich, gleich ausgelutscht. Ja. Okay, der Gegner musste rausgehen, weil er keinen Penis mehr hat und weil er seine Mutter gegen die Wand geklatscht hat. Ja, Alex, so, da würde ich sagen, das war's jetzt von der ersten Folge. Warte erstmal drauf, Junge. Hier ist doch gerade auf die Tabelle und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Mama.